Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Wir sind hier immer noch in Peace Vale, allerdings momentan nur mit Lightning und Hope, weil wir ja im letzten Part ja wieder mal von den anderen getrennt wurden. Ja, dank dem Zeitkommen natürlich hier. Und apropos, da hinten ist sogar mal wieder eine Truppe unterwegs, die uns ja gerne Ärger machen will. Ja, um die kümmern wir uns dann einfach mal. Es sind ja nur drei Mann. Den werden wir fertig. Und los geht's. Erstmal hier den Anwärter fertig machen. Okay, da ist noch ein zweiter Anwärter und der hat jetzt erstmal Protest drauf. Alter Schwede. Die haben ja also diesmal hier sogar einen richtigen Support an der Reihe. Ja, diesen Typen da hinten. Was für einer ist denn das? Ein Feldjäger? Okay, aber besonders viel drauf hat er ja nicht. Der war ja mit einem Schlag ja total weg. Hätte ich mich ja lieber mal gleich um den zuerst kümmern müssen. Naja, was soll's. Jetzt sehen wir uns erstmal hier weiter um. Oh, wir haben hier anscheinend... Ja, das ist eigentlich völlig egal. Beide Wege führen ans selbe Ziel. Oder besser gesagt, zu diesem Typen hin. So, okay. Erstmal mache ich hier den Aufklärer platt. Okay, und jetzt als nächstes die Ulan-Drohne. Au! Ja, sollte ich mich ja natürlich mal ein bisschen beeilen. Okay, ich sehe erstmal zu, dass ich jetzt erstmal hier die Schockleiste mindestens auf 110% kriege. Das sollte reichen. So, und dann gehen wir mal auf die Doppelsequenz und werden jetzt hier nochmal schnell den Schockbalken jetzt hochtreiben. 4 und weiter geht's. Komm schon! Eigentlich könnte ich jetzt sogar hier erstmal eine Weile in diesem Zustand bleiben. Ich glaube, damit teilt Lightning sogar noch mehr Schaden aus. Wenn ich Elektro- und Hydro-Schlag verwende. So, und zack, und nimm das! Oh yeah. Also, so leicht sind 5 Sterne verdient. Indem man einfach mal die Schwächen des Gegners ausnutzt. Schön, was hast du hier überhaupt bewacht, Kumpel? Einen Blitzring. Oh, noch einer? Habe ich jetzt hier wirklich insgesamt schon 3 von den Dingern? Tatsache, 3 Blitzringe. Ja, verdammte Scheiße, aber auch. Okay, Glasfaserkabel, Elektrolytkondensator. Wird mal Zeit, dass ich mal bald wieder ein paar organische Komponenten zusammenbekomme. Naja, mit etwas Glück bekomme ich die ja sogar auch bald. Na schön. Okay, ist ansonsten hier weiter gar nichts. Ich guck mal jetzt mal hier unten ein bisschen rum. Okay, hier scheint nichts zu sein und ich höre auch nichts. Na gut, dann gehen wir weiter. Okay, und hier ist schon wieder eine Gabelung. Aber zuerst einmal, ja, natürlich die Soldaten. Die können wir uns ja hier natürlich nicht in Ruhe umsehen. Okay, ein Gendarm. Okay, als erstes der Feldjäger. Das letzte Mal schön bleiben, Kumpel. Ja, wenn ich den mal vorher bemerkt hätte, dann wäre es natürlich noch ein bisschen schneller gegangen, vielleicht. Na, aber egal. Okay, dann gucken wir mal hier rum. Und da haben wir ja mal wieder was. Eine Phönixfeder. Oh ja, gut, kann man auch immer gebrauchen. Okay, Kamera, verarsch mich hier jetzt bitte nicht. Ich muss erstmal schauen. Mann, das gibt's doch nicht. Okay, hier ist nichts Besonderes sonst. So, und hepp und hepp und nochmal hepp und hier auch rauf und. Oh, da ist schon wieder so eine olle Drohne. Sieht wohl so danach aus. Ah, schade, ich dachte, ich krieg die jetzt vielleicht so. Naja, ist aber auch egal. Okay, dann machen wir das nochmal so. Ist ja eigentlich ja praktisch genau die gleiche Gruppe wie vorher, auch mit dieser riesigen Maschine hier. Nur, dass es jetzt ein Aufklärer mehr ist. Oh, Lenkraketen? Au! Geht ihr da nicht mal ein bisschen zu radikal ran, Leute? Lenkraketen auf Menschen? Na gut, eigentlich ist sie und... warte mal.
Worauf feuert das Teil überhaupt die ganze Zeit? Eine Signaldrohne. Das war jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig, was der da gemacht hat. Aber egal. Wir sind hier fertig. Aber wozu war diese olle Signaldrohne gut? Na egal, was auch immer. Gut, lag hier vielleicht noch irgendwo was rum? Ein Schatz oder so? Nö. Also theoretisch gesehen hätte ich diese Gegnertruppe einfach auslassen können. Naja, gut, aber immerhin wenigstens Erfahrungspunkte, das ist doch auch schon mal was. So, und jetzt sind wir ja an dieser Stelle. Ja, gleich wird es ja richtig lustig. Sobald wir über diese Brücke gehen, ja, wird sich jetzt hier gleich einiges für uns ändern. This isn't working. Huh? I mean, you're a liability. You'll just slow me down. What? I'm sorry, but I can't protect you when... You can't leave me here. You've got to take me with you. Enough! The whole world is against us. I can barely keep myself alive. Let alone some helpless kid! I don't have time to baby you. You want to get tough? Do it on your own! This cannot be happening. Look out! Und damit geht es los. Unser zweiter Kampf gegen eine Esper. Dieses Mal ist es Odin. Und los geht's. Ja, erstmal fängt er hier natürlich mit einem Todesurteil an. Das wird natürlich jetzt richtig lustig. So, komm schon. Okay, schnell heilen. Wow. Oh, das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Na toll, das fängt ja richtig gut an hier für mich. Na super. Was sollte das denn jetzt gerade? Mann, das hat ja erstmal... Boah, Mann. Toll. Mann, einfach nur, weil ich viel zu langsam bin. Der macht aber auch gewaltig Schaden hier. Na gut, müssen wir das normal durchziehen. Hilft ja nichts. Mann. Okay, jetzt kann ich skippen. Alles klar. Jetzt geht's los. Lass jetzt mal ein bisschen früher jetzt hier auf die Heilung gehen. Das kommt schon. Los, komm, jetzt beeil dich, Hope, heil dich endlich mal! Mann, und heil auch bitte mich! Oh, das kann doch nicht wahr sein, jetzt mach schon! Oh, und er ist schon wieder K.O. So, steh auf, Junge! Schnell heilen. Schnell weiter heilen. Komm schon, beeil dich. Und dann jetzt erstmal wieder auf die Stärkungsattacke zurücksetzen. Oh Mann. Oh.
Schnell, Hope. Mann, los jetzt, halt durch. Okay, ich habe ihn noch schnell retten können. Okay, jetzt ist aber los. Beeilung. Mann, ich habe vielleicht gerade mal nur noch eine Minute Zeit. Jetzt komm schon. Oh Mann, das wird knapp. Beeilung. Ah, na toll. Das schaffe ich doch gar nicht mehr. Okay, ich muss jetzt alles auf einen Schlag setzen. Das wird jetzt zwar knapp, aber was soll's. Komm schon, komm schon. Ah, shit. So knapp. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, Mann! Dass er auch immer die ganze Zeit Hope verprügeln musste, das ist aber auch scheiße. Ich musste mich ja hier die ganze Zeit immer aufs Heilen konzentrieren. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein anderes Paradigma setzen, damit Hope ja eigentlich ja notfalls sich auch hier alleine hier heilen kann. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen was ändern. Also zwei Heiler sind zwar eigentlich ja nicht schlecht, aber ich werde mal hier mal an der Stelle was ändern. Okay, dann mache ich das mal hier so. Stärkungsattacke an sich eigentlich auch nicht schlecht, aber eigentlich eher ein bisschen sinnlos. Also wenn dann hier heilen, während ich ja hier mit dem Brecher noch mal ein bisschen noch nachsetze, um die Schockleiste zu hoch zu halten. So, das müsste helfen. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch dieses Mal klappt. Also so viel vorhin hat das einfach nicht geklappt, weil ich habe da einfach viel zu viel Zeit verloren. So, eiserne Front. Ja, das kotzt mich ehrlich gesagt am meisten an, dass er jetzt... Ach, Mann, oh, meine Fresse. Steh auf. So, jetzt machen wir das erstmal so. Hope, du wirst jetzt mal die ganze Zeit jetzt erstmal nur heilen, während ich jetzt erstmal hier versuche, die Leiste hochzufüllen. So, jetzt können wir ja gemeinsam angreifen, solange er den Schild hat. Ja, ich würde mal sagen, die Taktik klappt erstmal. So. Oh, Mann! So, schnell Hope helfen. So, und jetzt machen wir mal das hier weiter. Partitionsattacke. Obwohl, eigentlich ist es ja nicht mehr nötig. Also, das läuft doch schon mal ein bisschen besser. So, kleiner. Besten ist natürlich, du hilfst dir ja möglichst selber. Oh, okay, jetzt geht er auf mich los. Naja, umso besser. Wenn ich hier Schaden nehme, kann Hope jetzt eigentlich ja ungehindert hier seine Heilkräfte wirken lassen. Wenn ich ein bisschen was einstecken muss, ist ja nicht ganz so schlimm. So, und jetzt kriegst du auch Small, Junge.
Denkst du etwa echt, ich lass mich hier einfach so von dir herumschubsen? Ja, wir haben es also geschafft. Oh, und sogar mit 5 Sternen gewonnen. Aber leider keine Kristallpunkte dafür erhalten. Uncool. Na gut, Kampfdauer 2 Minuten 22, Zeitvorgabe 20 Minuten. Ja klar, 20 Minuten. Und das, obwohl ich ja vielleicht gerade mal, grob geschätzt, 2,5 Minuten Zeit hatte. Na gut, aber wir erhalten jetzt erstmal hier den Odinstein. Und Lightning hat einen weiteren ATB-Balkenabschnitt erhalten. Your brand looks different. Was that an Eidolon? Like Lasikan summon? Magic and mumbo jumbo. I must have hit my head on that purge train. Am I really in your way? I'll do better. I'll try harder. Help. We'll toughen you up. Huh? I'm sorry about before. Na, also scheint ja so, als ob Lightning ihren Groll überwunden hätte. Na ja, gut. Hop wird es also jetzt erstmal abgehärtet. Ja. Müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Lightning wird bestimmt noch einen richtigen Mann aus ihm machen. Ja, und jetzt sagt nichts. Ich weiß, wie das klang. Aber egal. Gut, wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Genau, ich muss erstmal hier mal beim Heiler kurz ran. Ich wollte ja hier ein bisschen... ja, was leveln. Na gut, viel konnte ich jetzt ja auch nicht machen. Na gut, hier kann ich jetzt mal weitermachen. Obwohl... blöd, ich wollte ja jetzt eigentlich hier beim Augmenter weitermachen. Ich bin aber auch manchmal so... na, was soll's. Das wird schon noch irgendwie. Na gut. Und weiter geht die wilde Reise hier. Oder was? Oh, okay. Let's see. Got my back? Yeah. Oh. Was denn? Die gehen ja hier richtig her zur Sache. Na gut, was machen wir jetzt hier? Metamorph-Modus Tutorium. Dieses Tutorium erklärt den Metamorph-Modus. Okay, dann lassen wir uns mal erklären. Lightning ist nun in der Lage, die Esper Odin zu rufen. Dabei werden Metapunkte MTP verbraucht. Wähle nun die Meta-Fähigkeit Beschwören aus, um Odin herbeizurufen. Ist gebongt. Netter Auftritt. Und los geht's. Für die Esper wird ein ESP-Balken angezeigt. Dieser sinkt kontinuierlich mit der Zeit. Außerdem sinkt er, wenn die Esper Schaden nimmt. Sinkt der ESP-Balken auf 0, verschwindet die Esper alsbald. Mit Quadrat kann der Metamorph-Modus aktiviert werden. Im Metamorph-Modus verändern die Esper ihre Gestalt, so dass die Lissi aufsteigen können. Derart vereint können Esper und Lissi mächtige Angriffe ausführen. Der Metamorph-Modus endet, sobald die Metamorph-Anzeige auf 0 gesunken ist. Da mit dem Ende des Metamorph-Modus die Esper verschwindet, sollte der Metamorph-Modus bei einer möglichst vollen Metamorph-Anzeige begonnen werden. Die Metamorph-Anzeige ersteigt, indem Lissi und Esper vor der Verwandlung gemeinsam Angriffsserien erzielen. Im Metamorph-Modus gilt eine andere Steuerung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Mit einfachen Befehlen werden tödliche Techniken ausgeführt. Am linken Bildschirmrand wird der Metamorph-Zähler angezeigt. Der Zähler sinkt mit jeder ausgeführten Technik um die angezeigte Zahl. Wenn der Zähler auf 0 sinkt, verschwindet die Esper. Allerdings natürlich hier nicht, ohne nochmal vorher einen guten Auftritt hinzulegen. Gut, machen wir erstmal hier mal weiter. Also ich muss ja erstmal hier den Metamorph
Lichtbalken hier erstmal bei Lightning hier nochmal ansteigen lassen, bis er jetzt voll ist. So, gut. Odin wird sich jetzt erstmal verteidigen und ich gucke gerade auf die Uhr. Ich sollte vielleicht mal so langsam mal damit anfangen, hier gleich den Part zu beenden. Naja, zumindest sobald ich jetzt hier mit dem Kampf fertig bin. Okay, Odin heilt uns sogar. Oh! Oh, jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Metamorph-Anzeige jetzt hier weg war. Na gut, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Dann machen wir den jetzt eben so platt. Diese Ulan-Drohnen halten ja nicht viel aus, zum Glück. Aber ich sollte ja natürlich mal daran denken, den Schockbalken erstmal hier zu steigern. Ja. Mann, na gut, dann zeige ich denen eben halt beim nächsten Mal, was die erstmal noch so kann. Ich habe jetzt total vergessen, den Metamorph-Modus hier zu demonstrieren. Und los geht's. Erstmal hier schocken. Und jetzt schlitzen. Na gut, immerhin trotzdem noch eine gute Zeit hier abgeräumt. Und wir erhalten einen Keramikpanzer, einen Elektrolytkondensator und einen Blender. Na, gute Ausbeute, würde ich mal sagen. We'll stop here. Sorry. Don't sweat it. I'll look around. You rest up. By a long shot.